Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Off to 7000 Islands. Und wir sind hier heute in Sagada im Norden von den Philippinen, in der Bergregion, sozusagen Mountain Province, das heißt das. Und mein Name ist Erik. Ich bin Alyssa. Und wir leben hier in den Philippinen und haben gerade ein bisschen Urlaub gemacht, was Neues besucht, was wir auch noch nicht kannten. Ja, wir sind jetzt hier, ist, glaube ich, gerade so um die 20 Grad, also schön, man schwitzt nicht die ganze Zeit und ja, es sind leider, hat es heute dann geregnet. Ihr habt ja im letzten Video schon gesehen, da hat zum Glück hat's nicht geregnet, aber dieses Jahr hat irgendwie die Regensaison so früh angefangen, aber es ist trotzdem super, wir sind hier im Hotel und schaut mal, wie das hier aussieht. Das ist unser Hotel. Ganz schön bunt, aber ja, Geschmackssache. Aber das ist der Blick runter. Hier ist so ein kleines Tal. Und hier so die so Kiefern, die hier wachsen. Also es ist relativ hoch. Ja, also Nadelwald gibt es hier und die schönen Kalksteinformationen, die da hinten so. Ich suche mal ran. Da so durchschauen. Da gibt es natürlich hier viel zu sehen. Und dann gibt es da unten noch so ein riesen Farn, genau, eine Riesenfahne hier in dem Tal, sieht ganz cool aus. Ja, da könnt ihr es mal sehen. Und falls wir falsch liegen damit, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Aber ich glaube, das sind Farne. Und ja, wir sind hier unterwegs, es sind 4 Tage unterwegs, Urlaub. Und das letzte Video war unsere erste Station, jetzt hier die 2. Station und wir wollen dich einfach mitnehmen. Natürlich unten sind alle Links zu den Sachen, die wir gemacht haben und wo ihr euch informieren könnt. Und wir hatten gerade super Essen, wir hatten sogar das Restaurant, hatte sogar Rösti. Also falls ihr schon mal in der Schweiz wart, dann wisst ihr, was Rösti ist. Also eigentlich so eine Art Kartoffelpuffer für die Deutschen. Und nur kurz noch, wenn ihr sehen wollt, was wir gegessen haben, also wir haben auch so ein kleines Shorts-Video drüber gemacht und das ist, also wer das noch nicht kennt, bei YouTube Shorts, diese kleinen Kurzvideos, die man mit dem Handy ganz einfach machen kann, da könnt ihr auch mal kurz reinschauen, ich habe es auch unten verlinkt. Das war einfach super, also hat uns gut gefallen und ja, also im Moment auf jeden Fall mein Lieblingsort in den Philippinen. Also, das gefällt mir hier echt gut. Wir wollen hier auf jeden Fall wiederkommen, auch zu zweit. Wir sind ja gerade als Gruppe unterwegs, aber zu zweit dann nochmal ein bisschen mehr erkunden. Und einfach in unserer Geschwindigkeit und mit unseren Bevorzugungen. Aber wir wollen euch jetzt zeigen, was wir so gemacht haben. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr hier dabei seid. Daumen hoch gebt und euch das Video jetzt hier auch anschaut. Viel Spaß mit diesem Video. So, wir sind jetzt hier im Inverted House, also andersrum House sozusagen. Und ihr habt sicherlich gesehen, warum das so heißt. Wir haben jetzt hier Frühstück und dann geht's zum Wasserfall und ein paar andere Sachen. Das werden wir euch natürlich zeigen nach unserem guten Schlaf mit super Frühstück. Gestern Nacht hat es leider geregnet die ganze Zeit. Da hatten wir Lagerfeuer. Wir haben halt das Feuer im Hotel angemacht, war auch ganz cool. Und jetzt sind wir hier. Rice terraces.
So, das war der kleine Wasserfall hier und ist echt super schön zum Schwimmen. Und ja, der große Wasserfall war leider geschlossen, aber ja, echt richtig cool. Super kalt das Wasser natürlich, aber dafür scheint die Sonne und super warm und es macht einfach Spaß. Ich wäre gern von da gesprungen, aber Alissa hat das verboten. Naja, das nächste Mal, wenn wir hierher kommen. Aber ja, es war echt schön hier. Super, also kann ich nur empfehlen, wer hier mal herkommen kann. Und wir haben auch die großen Farne gefunden. Ja, die sind echt so groß wie die Bäume hier ringsrum. Also, naja, halb so groß wie die Kiefern hier. Hier schön sozusagen im bergischen Regenwald. Sagada. There is somewhere in our hotel. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu den hängenden Särgen. Die hängen an der Wand. Das war hier früher so, dass man die Leute so begraben hat. Und wieder geht's hoch und runter natürlich. Da. Hallo. Könnte auch klettern. Oh, sieht aus wie im Elbsandsteingebirge. Ist aber Kalkstein. Can I have a group picture, guys? Big notes for exam, no man. Warum ist die Big notes pala man tayo kasama? Where? Dito po kayo sa may bandang baba. Para kita yung mga companies. Ano yung sagot mo sa test ko? Piling ko mali ako doon. Ano yung item to? Ako din. Sagada pottery. It's really nice. Really nice bread here as well and yogurt. Yogurt is really nice. Okay, and here you see all the things they make. Already. The oven behind there. And probably you can't hear anything in the video because it's raining. Three little legs. Yeah, that's the one we want. And then there's also one with little ears. Also very cute. Very nice stuff here. Maybe it's converting here something. Also, mit dem Regen war dann auch unser Tag leider da beendet. Wir haben noch schön gegessen, nochmal Rösti gegessen. Wie gesagt, die Links habe ich alle unten auch rein getan, damit ihr wisst, wo man hin kann.
Da kann man noch viel mehr machen in Sagada. Also da gibt es noch Höhlen zu entdecken. Die sind auf jeden Fall zu empfehlen. Und man kann auch einen Kurs da machen bei der Töpferei. Also dass man selber was macht und dann sich das zuschicken lässt, wenn das sozusagen fertig ist. Dann, wenn die das gebrannt haben, aber man kann es sozusagen selber machen. Und die zeigen einem da noch ein bisschen was. Das auf jeden Fall wollen wir auf jeden Fall wieder machen. Es gibt noch ein paar andere Sachen. Es gibt noch einen großen Wasserfall. Es gibt noch mehr Reisterrassen. Und an sich einfach schöne Restaurants und viel zu entdecken. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Es ist kühl. Das habt ihr ja schon gesehen. Also Alissa hat sogar eine Jacke angezogen. Für mich war es immer noch warm. Aber genau, auch natürlich sehr Instagram-freundlich und wie ihr vielleicht im Thumbnail gesehen habt, ob das nun jetzt der beste Ort auf den Philippinen ist, da würde ich sagen, ja, für uns auf jeden Fall. Also für Leute, die in den Philippinen leben und mal Urlaub ein bisschen anders machen wollen, also die meisten leben ja so wie wir am Strand hier, also ich meine, wir leben ja 50 Meter weit weg, da sozusagen hinter euch ist gleich der Strand. Und wir haben ein kleines Hotel, das auch unten verlinkt, direkt am Strand. Von daher ist dann Strand irgendwie langweilig, aber da mal so in die Berge schön, ein bisschen wandern, ein bisschen kühler und einfach anders. Genau, wir können das nur empfehlen. Uns hat das sehr Spaß gemacht und wir werden auf jeden Fall wiederkommen nach Sagada. Das war bis jetzt der beste Ort, den wir sozusagen bereisen konnten hier. Der Rest, ja, sieht halt immer so ein bisschen gleich aus, aber ist natürlich auch spannend und wir werden hoffentlich bald auch noch mehr von den Philippinen erkunden. Bei uns gibt es jetzt noch ein Video in der Serie sozusagen. Wir sind dann weitergefahren noch am selben Tag am Abend nach Baguio und haben dann da nochmal erkundet. Das wollen wir euch natürlich auch zeigen nächste Woche. Wie gesagt, wir hatten nur 4 Tage Zeit, aber da kann man schon viel auch entdecken. Aber wir wollen auf jeden Fall wiederkommen und dann noch ein bisschen Zeit verbringen. Auf jeden Fall, Alissa ist hin und weg von der Töpferei. Und da gibt es Hotels in allen Preislagen. Also da findet man garantiert auch was für sich. Eine schöne Sache. Also kann ich nur empfehlen für die Leute, die vielleicht auch manchmal ein bisschen Europa vermissen oder Nordamerika. Da ist das doch echt eine schöne Sache. Und auch so an sich. Also sehr viel Geschichte. Und man nimmt sich da einfach sozusagen einen lokalen Guide und lässt sich da rumführen. Das ist super klasse. Also das, da wird einem alles Mögliche erklärt. Und da gibt es auch viele, die davon Englisch reden. Wie gesagt, wir können das nur empfehlen. Für uns auf jeden Fall der schönste Ort in den Philippinen zum Hinreisen. Wenn man da wohnt, wird es natürlich auch langweilig. Wir wollen da auch nicht wohnen. Aber zum Urlaub machen auf jeden Fall wieder. Wir sehen euch im nächsten Video und nächste Woche. Dann ist Baguio, das ist auch noch da im Norden. Und dann, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gebt es einen Daumen hoch. Und wir sehen euch im nächsten Video. Bis dann. Noch was ganz Kleines, was einfach cool ist für mich, war, dass es, oder für uns sowieso, auch für Alissa, eine warme Dusche. Und zwar einfach hier das auch zu genießen zu können, dass man, wenn man hier eine warme Dusche hat, sozusagen dann rauskommt und nicht gleich wieder schwitzt. Weil wo wir wohnen, da ist es halt immer warm und da braucht man eigentlich keine warme Dusche. Und wir duschen ja immer mit kaltem Wasser, also da muss man keinen Strom verschwenden und das Wasser heizen oder sowas. Aber es war doch irgendwie cool, mal nach 6 Monaten wieder eine heiße Dusche zu haben und also eine gerechtfertigte heiße Dusche zu haben, das war schon cool. Ansonsten duschen wir immer kalt, seit 7 Monaten, seit wir jetzt hier sind in den Philippinen.